Ja, moin. Geht doch. Doch, geht doch. Herzlich willkommen zu diesem Stream, zu dieser Aufnahme. Ich mach mal, glaube ich, den Streamtitel gleich nochmal anpassen. Etwas. Ja, wobei, nö. Mal gucken, ob ich hier wieder einsteigen kann in das Game. Ich hab das ja länger nicht mehr weitergespielt. Und zuletzt waren wir ja mit Shadow of the Tomb Raider unterwegs. So. Sieht's denn aus? Ja. Auch Gegend läuft, ja. Sehr schön. Es ist das fein. Fortfahren. Jawohl, ja. Meine Kopfhörer ein bisschen hier die Lautstärke einstellen, sonst bläst es mir das gleich das Gehirn weg. Komplett ausgestiegen hier, absolut gar keine Ahnung mehr. Mal gucken, wie ich hier. Wenn nicht, muss ich das Spiel tatsächlich vielleicht auch noch mal von vorne anfangen. Aber mal schauen. Sehr gut. Sehr gut. Nee, ich wollte eigentlich auf die Karte. Lara Freyert. Ja, sie Freyert. Tagebuch, das ist doch ein bisschen anders aufgebaut, oder? Wie Shadow. Aber halt noch ähnlich. Missionen, Herausforderungen. Ja. Wo geht's denn jetzt irgendwie hier weiter? Ich weiß gerade gar nichts mehr. Zerstören Sie die Funktürme. Kommunikationsausfall. Da müssen wir irgendwo hin. Kann ich nicht einsammeln? Okay. Tja, wie komme ich denn da hoch? Das war irgendwie so eine Stelle hier, da wusste ich halt einfach nicht mehr weiter. Ich kann vermutlich. Ich sehe ja dieses Seil hier noch gar nicht, ne? Ach, wie spannend. Also, falls es das hier überhaupt gibt, hier. Shadow of the Tomb Raider. Das muss ja irgendwie da hoch. Mir scheint es da ja das nächste Ziel, ne? Dahin. Ja gut. Oder auch nicht gut. Was leuchtet denn hier im Boden? Hier ist doch gar nichts. Ich kann da nichts ausgraben oder was auch immer. Fehlende Ausrüstung. Breitblatt-Kletterpfeile. Ja, und wie komme ich da dran? Irgendwie war der vorige Teil angenehmer linear als das hier. Da weißt du halt einfach weiter. Und hier jetzt nicht. Wir scheinen ja auf jeden Fall erstmal darauf hinzukommen, wo ich hin soll, ne? Sieht ja ganz gut aus. Sie friert sich einen Ast ab. Ich wüsste nicht das Geringste, was ich dagegen tun kann. So, kletter ich hier hoch oder versuche ich hier mich an der Treppe? Versuche mich hier an der Treppe. Ja. Geht wohl weiter so, ne? Gucken wir mal. Läuft denn der Stream eigentlich anständig hier? Ja, ich mache mir mal die App auf dem Smartphone. Ja, sieht so aus. Okay. Ja, das ist cool. Wir noch mal weiter, ja.
der Leiter und offenbar muss ich da irgendwo hin. War hier nicht gerade irgendwas mit Flagge? Und da ist einer. Desorientierung im Menü ist auch immer so geil. Junge. Das fand ich bei Shadow immer besser gemacht. Zerstören Sie die Funktürme. Ach so. Ja, gut. Funktürme. Ist das ein Funkturm? Scheint mir fast so, ne? Aber ich glaube, der hat sogar schon gelitten hier. Ach, jetzt erstmal Lagerfeuer. Kann sich mal ein bisschen warm machen hier. Waffen-Upgrades verfügbar. Ja, meinetwegen. I don't know. So, ich muss anscheinend da ja hoch, ne? Das steht schon mal fest. Wieso nimmt es jetzt automatisch die Kniffler? Wo ist denn ihr Bogen hier? Wieso kann ich den Bogen nicht auswählen? Was hat es damit auf sich? Das Keulrad tut gar nichts. Das ist mega. Ja, cool. Mit den Nummerntasten, ja. Ja, da geht doch was. Ja, wieso kann man das nicht wie bei jedem anderen Spiel gerade auch mit dem Scrollrad machen? Fehlende Ausrüstung, Kampfmesser. Ja, wo kriege ich das denn? Bitteschön. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Ja. Kannst du mir was verkaufen oder so? Bist du ein Händler? Also setzen. Kartenlegende. Vorratsschuppen. Okay. Ja, gibt es hier also keine Händler, sondern Vorratsschuppen, ja. Ja, dann hier. Hast du nicht ein schönes Kampfmesser für mich? Laser, Zielfernrohr, Fertigungswerkzeug. Ich habe mich schon gefragt, wann du das nimmst. Dafür fehlt mir irgendwas, kann ich nicht. Der bringt mir hier gar nichts, der Typ. Okay. Schon so eine schöne Ausrüstung in Shadow of the Tomb Raider und jetzt ist hier irgendwie alles Käse. Ja, und dann? Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Ups. Au. Aue. Das könnte jetzt lustig werden. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch.
Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Ja, moin. Der hat doch nicht vor, dass was ich denke, was er vorhat. Bitte nicht. Oh no. Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Abgekartetes Spiel? Du. Du gehörst zu denen! Autsch. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Fängt ja gut an, ja. Mal wieder eine unschöne Begegnung hier. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig.
Oh, das war easy. Haben wir cool drücken. Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Weiß ich nicht. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Tja, Dan. Dann tschüss. Oh, das ist natürlich sehr praktisch. Weil unser Zeug einfach alles da, ja? Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ach nee, ein neuer Rekursbogen. Gibt's hier wieder Zeug erstmal, okay. Schauen Sie einen Ausgang, okay. Tja. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Die suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen? Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Können Sie da raus? Ja klar, das ist Lara, Alter. Wie kommt hier raus? Mega gut. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Ja, voll. Hier gleich wieder Errungenschaften sammeln. Mega nice. Ich habe genug Zeit, diesen Ort zu studieren. So, irgendwie keine Muni am Start. Hier ist aber noch was. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue... bessere Welt ist nah. Ja, gut. Dann. Ansonsten gibt es jetzt erstmal nichts, ja? Okay. Und der läuft einfach auf oder lang und vor und so. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Schönes Stück. Wenig oxidiert hier und da, ne? Aber ja. Rote Armee-Offizier. Dann. Er kann Pfeile herstellen, okay. Ein Stück, einmal hin. Eigentlich hat sie die Pistole gerade geladen gehabt, ne? Aber ich habe trotzdem null Munition. Liegt bestimmt am Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe auch hier nicht den Allereinfachsten gewählt. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht.
Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeit. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Oh, gekartete Spiele hier. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Automatische Pistolen. Aber 3 von 4, damit ich die herstellen kann. Ich habe die noch nicht, ja? Okay. Na gut. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gestellt. So, Sie haben Ärger. Erwarten wir noch andere? Ja, hier geht doch gleich richtig Action, will ich wetten. Boah, jetzt fängt sie noch wahrscheinlich noch erst recht an zu frieren in den Klamotten, oder? Bleiben Sie hier. Sneaky Action hier. Bevor der Sturm losbricht. Oh, da steht einer, oder? Hey, ist eine Figur. Okay. Würde schon gerade sagen. Direkt erstmal entdeckt, ja. Mega. Ich gehe mal nach sehen, bin gleich zurück. Bestätigt. Oh no way. Keine Deckung, ne? Nicht das Wasser. Wie kam das denn her? Jetzt hier hochgehe, habe ich doch bestimmt gleich ein Problem. Weil er wartet ja schon nur da oben darauf, ne? Es kam von hier. Ups. Alter Schwede. Ups. Moment, ich schau mal nach. Da ist sie! Feuer frei! Ja. Oh, verdammt. Naja, hau dir
Pfeil in die Lampe. Du jetzt ja auch noch. Mal. What? Sie ist drin. Oh. Er ist getroffen. Ja. Super. Und er chillt da irgendwo da drüben auf dem Dach sein Leben, ja? Geil. Einfach geil. Wo bist du? Da. Ja. Ah, da unter mir, ne? Hier ist noch einer. Ah, hier. Oh. Ja, lad mal noch ganz gechillt nach. Hättest du schon längst machen können. Ja, hier ist es Ruhe hier, ja? Ja, das sind, glaube ich, ihre eigenen Schritte, die ich da vorhin habe. Erstmal plündern die Typen hier. Soweit das geht. Irgendwas war ja mit Laptops, ne? Hab ich so gesehen. Da steht auch noch einer. Bin ich aber nicht dran. 1 von 10 roten Laptops. Ach, rote Laptops. Die müssen auch nur rot sein, die Dinger, ja? Na gut. Er ist auch oben. Tja, ist die Frage, wie wär's mit Kleidung? Kann sie sich irgendwie wieder umrüsten? Sonst friert er sich doch hier den Arsch ab. Er chillt da oben halt immer noch sein Leben, ne? Das Gebiet gehört dann wohl so mit uns hier. So ungefähr. Hier ist jetzt erstmal Ruhe. Oh no. Oh no. Oh no. Der nächste Ärger hier, oder wie? Naja, anscheinend zum Glück ja doch nicht. Bin ich auf den Turm ja noch drauf? Könnte ich ihn nicht auch noch looten hier? Sieht nicht so aus, ne? Obwohl, da ist eigentlich eine Leiter. Hm. Das ist nicht wirklich von dem Dach hier da reinjumpen, oder? Da ist noch ein Laptop. Noch Bums. Oh, noch 5 Stück. Habe ich diese Aufgabe auch erledigt. Was soll ich machen hier mit dem Generator? Zerstören. Aua. Shit. Wahrscheinlich nicht so, wie ich das gemacht habe, aber ja. Naja. Ich nicht aufheben. Was ist das? Ich habe die Tasche wahrscheinlich wieder voll.
Tja, bei Shadow of the Tomb Raider gab es Händler, da konnte man die Taschen leer verkaufen, so, ne? Einfach leer machen. Und hier, keine Ahnung. Ich loot mit Mut, bis das Ding voll ist und dann keine Ahnung, was ich damit machen kann. Mit jeder Menge Zeug, was ich nicht brauche. Den kann ich nicht zerstören. Okay. Na gut. Dann haben wir hier wohl den Knopf. Und dann war irgendwie klar, dass dieses Tor da aufgeht. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ja, Karte war. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ach, nee, ehrlich? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das chillt dann da nicht mehr da oben sein Leben, ne? Irgendwie ist da mir suspekt, der Typ. Boah, jetzt gibt's nochmal Stress, ja? Oder auch doch nicht. Na gut. Noch 4 Laptops. Achso, ich brauche einen Dietrich. Okay, jetzt komme ich da nicht ran. Alles klar. Jetzt muss ich hier erstmal wieder Letter-Action machen. Yep. Okay. Es sind Patrouillen zu den großen unterwegs. Wieder Stress. Hier. Und hier. Was ist mit Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das auch so weit wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Nicht der Wolkendecke. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich hier versteckt hat, hat er den perfekten Ort ausgesucht. Jacob, was macht er da? Yep. Was habe ich mir gedacht hier? Scheiße. Oh, holy was shit. Die Rechnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Runde. Aufs Dach müssen wir also nicht, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich auch rumklettern. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich.
Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet, die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen! Müssen hier irgendwo sein. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Schon unterwegs. Verdammt, ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay. Jetzt gibt's hier gleich wahrscheinlich wieder die Action, ne? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Ich wollte schon gerade sagen. Ich sollte so da wahrscheinlich nicht rüber. So. Das brutzelt doch sonst. Muss ich da jetzt rüberspringen oder wie? Du Schande. Ja, über das Seil laufen kann so wohl auch nicht. Shit, spring raus oder keine Ahnung. Oh yeah. Jetzt entdecken die mich doch bestimmt gleich hier. Oder wie oder was? Oder wer? Oder wo?
Scheiße! Nein! Dann Axt. Jetzt keine Zeitschleife hier, ja. Max Payne Style. Immer schön looten die Typen hier, die Connor Promoni. Das ist vorbei, weil ich mache hier Feierabend, Leute. Was hast du mit der Böse vor? Achso, Sprengladung. Ja, das ist auch nett. Hat er auch mal was. Bam. Macht euch alle fertig hier. Ein nach dem anderen. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ja, auf dem Laptop, ja. See you. Okay. Tja, das wäre waffentechnisch wieder ganz gut aufgestellt hier. Ja. Wäre ein bisschen doof, dass ich die Zahlen drücken muss über WASD, um die Waffen zu wechseln. Das ist ein bisschen unschön. Scrollrad war echt ganz gut gewesen.
bei Shadow of the Tomb Raider. Geheimnis entdeckt. Okay. Stress hier, oder? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Ja, können wir erstmal die Klamotten wechseln, oder? Die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Ging denn das hier noch? Wahrscheinlich irgendwie übers Inventar, oder? Ausrüstung? Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Mit Closes alles nichts zu tun hier? Ich muss Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ja. So, wir was anziehen können hier, was sie... Oder friert sie so oder so die ganze Zeit? Ich weiß ja nicht. Kann ja nicht normal sein, dass jemand da steht und sich in den Hintern abfriert. Sieht aber fast so aus, ne? Dann ist es doch passende Kleidung für das Wetter. Sie friert trotzdem. Das ist so krass kalt hier. Ist ja übel. Oh, holy shit. Na ja, komm raus aus deiner Deckung da. Feiern. Er will der Nächste sein, er will auch noch einer werden. Zack, wieder ein Laptop erwischt. Drecksäcke. Eins. Noch zwei. Noch nicht. Lass mal gucken nochmal. Okay. Ich weiß auch nicht, dass das durch das Holz schießen, ne? Gibt's ja gar nicht. Ja. Was ist jetzt da oben auf deinem Turm, Junge? Steht immer noch da. Zeig ich dir, Granate, pass mal auf. Ich kann das auch. Oh, Mist, liegt mir da drunter. Shit. Ja, komm raus aus deiner Deckung. Trau dich doch. Ich stehe doch auch hier. Eine Feige, ey. Da ist noch so ein verdammter Laptop gewesen. Oh. Ja. Was, wo bist du? Du auch noch, ja? Hast du noch nicht genug? So. Oh shit. Feind gesichtet. Nur schon voll down.
Ausschwärmen und beeilen. Verdammt. Lauf, Laura, lauf! Geben wir Feuerschutz! Gut. Ich bin hinter dir! Boah, dann können wir erstmal die Panzerung wegballern oder was? Boah! Das reicht jetzt aber bald. Oh, hab ich wohl tatsächlich auch geschafft, ja. Junge, Junge. Ich wüsste, wie ich mich hier heilen kann. Bei ZR war es F1, dann hat sie nicht da was gemacht, ne? Das für eine Errungenschaft hier. Erledigen Sie 10 Pfeile, indem Sie ihn ins Bein schießen. Ja, einfach mal durch Zufall. Okay. Irgendwo mit die Errungenschaft. Ist ja lässig. Ich hätte ja deutlich mehr hochjagen können, als ich es getan habe. So, gucke hier. Aber gut. Und ich glaube, ich hätte hier runterrennen können, ne? Ja. Hab's kurz gesichtet. Ich hab's schon fast vermutet, aber ja, ausprobiert halt nicht, ne? Zu spät. Noch mehr von den Typen hier. Was ist hier passiert? Wieso sind die jetzt einfach hin hier? Da haben wir die Laptops. Oh yeah. Es gibt aber keine Errungenschaft. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Ja, da waren wir von Anfang an kurios. Hättest du dem vielleicht nicht vertrauen sollen, aber ja gut. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Ja. Kann ich hier speichern? Kann ich. Boah, 2019. Ja, lange her. Ich zuletzt gespielt habe. Was zur Hölle? Was ist los mit euch, Jungs? Erst veranstaltet ihr hier einen Riesenkrieg mit mir. Oh, da habe ich was gefunden. Das sah halt auch verdächtig aus hier, ne? Dass da irgendwie was sein muss. Und jetzt machst du ja deine letzten
übergeben sich mit Blut oder was und sterben einfach. Virus hier oder was? Shit. Das ist aber gut zu Fuß, oder? Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hey, wer? Da kommt er raus! Ja, eine Frau halten kann ich nicht heilen, ne? Das zeigt er mir jetzt auch mal wieder. Wahrscheinlich schon fast zu spät ist. Oh shit. Richtig kalt. Überleben Sie das eisige Wasser. Ja, und wie? Was kann ich machen? Ich muss schwimmen. Tauchen. Oh, damn it. Die stirbt mir doch gleich. Ich hab doch dafür wieder keinen Skill. Ja, ist doch schon voll dabei. Schwimm nicht warm. Kurz bevor ich rauskomme. Nee, doch nicht. Ich hab was so gedacht, ja. Na gut. Ja, jetzt geht das früher nochmal richtig los erst hier, ne? Oh shit. Gleichzeitig. Überhaupt. Ja. Oh shit. Ich habe was verkehrt gemacht und bin gerade gestorben. Kann das sein? Dad, ist alles in Ordnung? Okay, anscheinend doch. Dad? Langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht.
Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Konstantin und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Na denn? Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Nichts auf der Karte markieren an, Aufgaben, die ich hier machen möchte, Mission, wie es aussieht. Ja, denn... Stellen Sie die Funktern. Ja, da wäre halt noch einer. Okay. Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Tod. Wir sehen uns mal um. Schießen die auf mich hier oder was? Das
sag mal. Wieder allein. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Nee, gut. Würde ich auch sagen, pausiere ich hier erst einmal. Und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es irgendwie wieder heißt Tomb Raider oder sowas.